Ad-Hoc-Probleme. Mehr gibt es ja nicht, meiner Meinung nach. Könnten wir ein paar mehr Kindergartenplätze schaffen und nicht das Stadion dafür renovieren oder restaurieren oder was sie da machen wollen. Also ich finde nicht, dass die Fußballer eine Rasenheizung brauchen. Es wäre schon sinnvoller, mal ein paar mehr Krippenplätze zu machen. Siehste, wisst ihr was? Die Schwimmhalle. Eine Schwimmhalle. So, ja. Das wär's. Das wär sowas. In Nord, die hat nur zu und wir müssen jetzt so von Erfurt Nord immer nach Süd fahren. Und wenn da eine schöne Schwimmhalle wäre, das wäre. Muskauer Platz, das wäre ideal für uns. Das wäre das Einzige. Das Einzige, sonst alles in Ordnung. Ja, eigentlich für die Kleinen da sein. Nicht immer nur Lobby, sondern auch mal nach unten gucken und nicht nur, obwohl, also ich kann ja auch nicht sagen, dass es nicht gemacht wird, aber vielleicht ein bisschen verstärkt. Da ich im kulturellen Bereich von der Stadt arbeite, müsste viel oder relativ viel für die Kultur gemacht werden, sage ich mal so. Ja. Weil das natürlich ein Bereich ist, der von den Sparmaßnahmen, wie man das überall jetzt liest, halt auch doch ziemlich betroffen ist. Ja. Natürlich ganz viel für Bildung und Kultur tun und für Fahrradwege. Ne? Kindergartenplätze. Also für das wunderschöne Erfurt immer wieder was übrig haben. Sich einsetzen, dass die Stadt, die so schön geworden ist, noch schöner wird. Ne? Und das wäre so mein Traum. Im Moment ein bisschen die Straßenbauordnung beachten und Fußgängerzonen ein bisschen freundlicher gestalten. Das wäre noch was, aber ansonsten. Kannst du bleiben, wie es ist. Ja.